Alice Sophia, 2 Stunden nach Mitternacht auf die Welt gekommen und das Silvesterbaby der Frankfurter Uniklinik. Sie ist komplikationslos ins Leben gerutscht. Geholfen hat ihr dabei Isabel Vogt. Die Oberärztin hat heute Nacht insgesamt 6 Babys ins Leben begleitet. Wir haben fleißig entbunden. Wir haben viele, viele Kinder vor Silvester vor allem bekommen. Zwillinge normal entbunden. Ein Frühchen, das dann doch ein bisschen früher auf die Welt wollte, aber ganz super fit war, sodass alle ganz zufrieden sind. Ja, allen Müttern geht's gut. Und dann haben wir jetzt ja offensichtlich wahrscheinlich auch das erste Neujahrsbaby hier in Hessen. Das ist natürlich ganz schön. Isabel Vogt hat sich für die 24-Stunden-Schicht an Silvester freiwillig gemeldet. Ihr Job macht ihr extrem viel Freude und Alice Sophia ist in ihrer Karriere bereits das 2. Neujahrsbaby.